Hallo, wie versprochen, gibt es jetzt mein Vorstellungsvideo zu meinem Buch. Das möchte ich euch auch gleich zeigen. So sieht's aus. Und da möchte ich jetzt ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kam und natürlich auch was zum Inhalt, dass man sich da ein besseres Bild davon machen kann. Also, wie kam es dazu? Also, schon vor langer, langer Zeit, ungefähr vor 8 Jahren, hatte ich die Idee zu dem Buch. Es war ganz am Anfang von meinem Studium. Ich habe soziale Arbeit studiert. Und es war ein duales Studium, da habe ich in einem Alten- und Pflegeheim gearbeitet, im Sozialdienst. Und ja, da ist man ja so ein bisschen dafür verantwortlich, den Alltag von den Leuten zu gestalten. Und man lernt eben auch viele Leute kennen, die nicht mehr so die Dinge äußern können, die sie möchten. Oder die sich im Laufe der Zeit so stark verändern, dass man denkt, wenn ich den vorher nicht gekannt hätte, hätte ich nicht geglaubt, wie der vor kurzem noch war. Und so hat sich eben der Wunsch entwickelt, die Leute besser kennenzulernen und dadurch dann natürlich auch individueller und passender betreuen zu können. So, das war so der ausschlaggebende Punkt. Natürlich hat vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt. Viele wissen ja, ich habe Mukoviszidose und das bedeutet für mich natürlich immer schon so eine Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit und was wäre, wenn. Und ja, das hat sicherlich auch mit reingespielt. Weil dieses Buch, möchte ich gleich sagen, ist nicht nur was für alte Leute, auch wenn es jetzt am Anfang vielleicht so geklungen hat. Es ist wirklich eine Vorsorge für den Fall, dass man auf die Hilfe fremder Leute angewiesen ist, auf die Pflege anderer. Und das kann natürlich durch verschiedene Umstände passieren. Natürlich wünschenswert ist, dass erst das Alter dazu führt. Aber man kann es eben nicht wissen. Und deswegen ist dieses Buch nicht erst was für alte Leute, sondern einfach eine Vorsorge. Es gibt auch ganz am Anfang eine kleine Tabelle, wo man die Eintragungen immer wieder aktualisieren kann und das Aktualisierungsdatum eintragen kann. Genau, ihr seht schon hier, dieser Baum, der vorne drauf ist, der begleitet einen auch durch das ganze Buch, durch jedes Kapitel. Vor jedem großen Kapitel sieht man eben diesen Ast, der auch in jedem Kapitel ein Blatt verliert, das dann am Boden liegt und im letzten Kapitel eben keine Blätter mehr hat, die alle am Boden liegen. Und deswegen symbolisiert er auch so eigentlich die ganze Thematik von dem Buch, Leben, Veränderung und am Ende eben die Vergänglichkeit. So war das gedacht, weil das letzte Kapitel ist eben, wenn ich nicht mehr da bin, da wird die Beisetzung angesprochen. Und im restlichen Buch ist es eigentlich wirklich breit gefächert von alltäglichen Dingen, Essen, Trinken, Musik, Schlafgewohnheiten, die auch schon einen großen Teil ausmachen können, einfach vom Wohlbefinden. Also kleines Beispiel, manche Leute tragen zum Schlafen Socken, andere überhaupt nicht und mögen das auch gar nicht. Und ich finde, solche Kleinigkeiten können schon wahnsinnig viel ausmachen. Und auf solche Dinge kann eben auch geachtet werden, wenn man es weiß. Und deswegen ist mein Gedanke, dass dieses Buch in jedem Zimmer von jedem Bewohner oder von jedem Patienten, je nachdem, wo es eben dann gebraucht wird, steht oder liegt. Und diejenigen, die sich um einen kümmern, können dann eben nachlesen und sich da wirklich ein Bild von der Person machen. Genau, das sind nämlich auch, ist nämlich auch das Thema meine Ansichten. Wie definiere ich dies und das? Welche Gerüche mag ich? Welche Stoffe mag ich? Welche Musik? Was macht mich glücklich? Aber auch, was macht mich eben unglücklich? Und ja, so lernt man eben die Person, die das ausfüllt, viel besser kennen und hat auch einfach so eine Orientierung. Es werden auch nicht nur die alltäglichen Dinge angesprochen, sondern eben auch ja, schwerwiegendere Dinge, wie zum Beispiel Gesundheit und Krankheit eben. Da werden dann die Einstellungen zu den verschiedenen Behandlungsmethoden zum Beispiel thematisiert oder was haben wir noch? Ja, eine Liste eben mit den behandelnden Ärzten ist drin, Allergien. Und das wird eben da alles drin aufgeführt. Und wie gesagt, das letzte Kapitel, das gehört eben auch zum Leben dazu, der Tod.
Und da hat man eben als Ausführender auch die Chance, seinen letzten Abschied irgendwie mitzugestalten, wenn man das möchte natürlich. In dem Buch sind ja alles nur Vorschläge. Und gerade wenn man zum Beispiel sowas wie die Beisetzung eventuell schon mitgestaltet, sage ich mal, nimmt man natürlich denjenigen, die sich darum kümmern müssen, wenn es soweit ist, auch eine wahnsinnige Last ab. Also es ist eigentlich eine Absicherung ja, es gibt einfach ein gutes Gefühl auf beiden Seiten, würde ich sagen. Einerseits eben weiß man, okay, es kann so gehandelt werden, wie ich es mir wünschen würde. Und andererseits weiß man eben als Angehöriger oder Pfleger, okay, ich mache es richtig so, so hätte er es auch gewollt. Und ja, deswegen steht auch explizit drin, sollte das Buch nicht ins Bücherregal zu den anderen Büchern, weil da schaut halt keiner nach, wenn es gebraucht wird, sondern eben in den Schrank mit den wichtigen Unterlagen, dass man eben da auch danach schaut oder das auch findet, wenn es gebraucht wird. Ja, das ist so das. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Natürlich kann man mich auch jederzeit kontaktieren, wenn noch Fragen aufkommen oder wenn man nochmal ja, einfach genaueres dazu wissen möchte. Ich hoffe, dass ja, meine Intention rübergekommen ist und ich hoffe, dass das Buch helfen kann. Das ist das oberste Ziel von dem ganzen Projekt. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Bei uns ist jetzt gerade zumindest Abend oder Tag, wenn ihr es am Tag anschaut. Und natürlich noch schöne Weihnachten. Bis bald. Tschüss.